Gute BMW Machine Shop hier. Ich werde mich jetzt doch von dieser schönen Drehbank trennen müssen, da ich einfach keinen Platz habe, diese auch noch zu behalten. Und ja, ich möchte diese jetzt ganz gern kurz vorstellen. Es ist eine Mondial Galic 16. Mondial, das wird vielen was sagen, wird auch die belgische Weiler genannt. Ist also eine sehr, sehr hochwertige Maschine, vergleichbar mit Weiler. Die Maschine dreht bis 2000 Umdrehungen, kann alles an Gewinde schneiden, was gängig ist. Klar, hat eine Zug- und Leitspindel, Vorschübe in alle Richtungen. Geschaltet werden die Gänge einmal hier oben über diese zwei Hebel, in denen die Kuppen geschaltet werden. Und dann hat man hier unten noch die Schaltung 1, 2, 3 und 4. Gewinde und Vorschübe werden nur mit diesen Hebeln geschaltet und hier ist dann nochmal die Umkehrung, welche Richtung. Einmal für die Spindel, einmal für, also einmal für die Leit- und einmal für die Zugspindel. Maschine hat hier eine Skala für den Längsverfahrweg und hier nochmal eine Gewindeuhr. Mit dem Hebel kann man den Schlitten klemmen. Hier werden die Vorschübe ein- und ausgeschaltet und hier wird die Schlossmutter fürs Gewinde eingeschaltet. Die Maschine hat einen Röhm, drei Backenfutter drauf. Die Außenspannbacken sind auch dabei. Hat einen bzw. den originalen Mehrfachhalter drauf, den man in diesen Positionen immer verstellen kann und dann klemmen kann. Alle Achsen lassen sich sehr schön bewegen, ohne dass sie in einer Stelle schwerer gehen. Ist wirklich schön butterweich, nicht zu leicht, nicht zu schwer, was darauf deuten lässt, dass die Maschine in einem wirklich guten bis sehr guten Zustand ist, für ihr Alter natürlich. Der Reitstock hat eine Schnellverspannung. Die Pinole lässt sich natürlich auch klemmen. Hat im Reitstock Morsekegel 4 und hinten eine Skala. Die Maschine hat eine Kühlmittelpumpe verbaut, original, und auch das Zubehör dazu, einen Schlauch und einen Hahn. Der Oberschlitten hat hier eine schöne Skalierung, die man auch sehr gut ablesen kann, da sie innen sitzt und nicht außen, das heißt, die verschmutzt nicht. Ja, ansonsten die Spänewanne ist nach hinten rausnehmbar. Die elektrische Anlage an der Maschine ist auch noch komplett original. Das heißt, man hat hier einmal Einschalten der Ein- und Ausschalten der Pumpe, der Kühlmittelpumpe, hier einmal ganz Ausschalten der Maschine, hier einmal ein Einschalten der Maschine und auf der Seite ist der Hauptschalter. Hier ist noch ein bisschen was an Zubehör dabei. Eine mitlaufende Spitze, ein Bohrfutter von Röhm, alle Schlüssel, noch eine feste Spitze, eine Reduzierung, ein paar Drehmeißel, jo, das ist nichts Besonderes. Und dann haben wir noch dieses schöne Teil hier. Das ist eine Schnellausrückung für den. Je, was ist da draußen los? Eine Schnellausrückung für den Oberschlitten. Und zwar wird die hier reingeschoben. Sieht man hier das hier? Das hier wird abgenommen. Dann wird das hier reingeschoben. Und dann kann man schnell Gewinde schneiden. Indem man ein Gewinde schneidet, dann rückt man den Meißelhalter raus, fährt wieder zurück, rückt wieder rein, stellt zu, schneidet wieder und kann dann wieder sofort ausrücken und wieder nach hinten fahren. Wenn man nicht viel Gewinde schneidet, braucht man es nicht unbedingt, aber es ist schon nice to have irgendwie. Ein interessantes Feature auf jeden Fall. Ansonsten, ja, noch ein paar technische Daten weiter. Diese Bedienungsanleitung ist auf Deutsch dabei. Spitzenweite ist 1 Meter. Überbett, der Drehdurchmesser ist 415. Über den Plansupport ist 224. Jo, das andere sind jetzt noch das, was er an Drehzahlen und Gewinde zumindest Vorschüben hat.
Genau, Maschinengewicht, das stand hier auch irgendwo. Hier ist circa 1,6 Tonnen. Das sind jetzt noch weitere technische Daten hier. Wie gesagt, das ist dabei. Ansonsten werde ich die Maschine jetzt einmal anmachen. Ach, da hinten fällt mir gerade noch was auf. Der Querschlitten hier hat hier einen Anschlag, den man verstellen kann. Auch ganz schick. Der Schlitten wird über zwei Ölbehälter, einmal hier und einmal hier, die man regelmäßig auffüllen sollte, geschmiert. Es ist so mal zu, ja, wie so eine Art Zentralschmierung für den Schlitten. Das ist auch ganz schick. Darin sind Dochte, die dann das Öl zu den jeweiligen Punkten, wo es geschmiert werden soll, leitet. Es ist auch ganz gut. Ja, und dann, wie gesagt, die Maschine geht hier hinten an. Ist ein bisschen eng. Einmal hier. Jetzt ist der Hauptschalter an. Dann wird hier die Maschine angeschaltet. Der Motor hat zwei Stufen. Erste Stufe. Zweite Stufe. Die Maschine läuft sehr, sehr ruhig und auch sehr leise, wie ich finde. Der Motor hat auf der zweiten Stufe 7 kW an Leistung und zieht 16 Ampere. Somit ist die Maschine mit 32 Ampere abgesichert. Also braucht einen 32 Ampere Stecker. Genau, jetzt werde ich die Vorschübe und die Spindel nochmal einmachen. Stellung ist gerade so. Einmal der Vorschub. Einmal der Vorschub. Jetzt, um in die andere Richtung zu drehen, einmal den hier umschalten. Jetzt bewegt sich das in die andere Richtung und das in die andere Richtung. Um jetzt die Leitspindel einzuschalten, geht man einmal da drauf. Das ist einmal eine Richtung, die andere Richtung. Und dann den Hebel. Und dann bewegt sich das Bett in der jeweiligen Einstellung. Jetzt nochmal die andere Richtung. Wie gesagt, Gewindeuhr hat die Maschine. Auch ganz schick. Die ganzen Gänge hier lassen sich auch während die Spindel läuft, lassen die sich alle schalten, auch alle sehr schön schalten. Ist auch immer wichtig. Und ja, wie gesagt, ansonsten wüsste ich nicht, was es noch großartig zu der Maschine zu erzählen gibt. Ich werde jetzt noch ein bisschen was drehen und dann bedanke ich mich hier schon mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.